So, wir kommen zurück bei Let's Play Pokémon Hack, wie auch immer. Wir sind jetzt in Azuria Fake Town oder wie auch immer man die Stadt auch nennt. I enjoy watching the travelers into the zone. Ich habe gesehen, wie Wanderer die Stadt betreten haben. Du auch? Nö. So, das interessiert mich wenig. So, hier erkunden wir erstmal die Stadt. Auch wenn hier nur englische Dialoge drin sind, aber es macht nichts. My husband like trading Pokémon. Mein so und so mag es, Pokémon zu tauschen. If you are a collector, would you please trade with him? Bist du ein Sammler, würdest du gerne mit ihm tauschen? Hello there. Do you want to trade New Dragonair for Onix? Nein, ich nix tauschen Dragonai für Onix. Tut mir leid. Such dir einen anderen Deppen. Okay, hier ist der Shop. Und wo geht's hier lang? Kommt man da her? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, da kommen wir her, oder? Ja, da kommen wir her, okay. Wo geht's hier eigentlich lang? Oh ne, kommen wir nicht her. Wir kommen da. Ach, keine Ahnung. Wo geht's denn da rein? Ah ja, da kommen wir her, okay. Da kommen wir her. Ach, ich mag das Spiel irgendwie. Auch wenn es ein Hack ist, ich mag's. So, was hast du zu sagen? How did someone from Team Rocket get into this town? Wie kommt einer von Team Rocket in diese Stadt? It used to be safe. Es scheint sicher zu sein. Ja, das meint er wohl ironisch gemeint. Airplane City Bike is good enough for me. You can't put a shopping basket on an MTB. Okay, ich habe keinen Peil, was sie gesagt hat. These bikes are cool, but they are way expensive. Diese Fahrräder sind cool, aber auch sehr teuer. Hi, welcome to our bike shop. Have we got just the bike for you? Okay, wie teuer ist es? 1 Million? Damit hätten wir uns Geld noch aus dem Schwarz-LP, könnten wir es kaufen. Aber wir haben es leider nicht mehr. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Ich schau mal schnell. Wir haben wahrscheinlich einiges verloren. Wegen dem vielen Niederlagen. Und so sieht unser Trainer Pass, sag ich mal, aus. Wir haben nur 836 Kohle und wir haben 10 Stunden gespielt, mit Speeden auch gesagt. Deswegen ist es jetzt ein bisschen hoch, die Zeit. Und die Arena-Leiter konnte man gar nicht erkennen, weil sie irgendwie verbuggt sind oder wie auch immer. Oh nein, was ist denn das? You, James? You only at the first gym? Haha, I'm doing great. My Pokémon are all strong enough to beat you. Meine Pokémon sind stark genug, um dich zu schlagen. Let's battle to see who will win it all. Lass uns kämpfen, um zu sehen, wer alles gewinnen wird oder so. Gut, hallo Jesse. Was, die hat inzwischen 4 Pokémon? Was bist denn du für eine Freakin? Ich habe erst 2. Na gut, bald. Dafür sind unsere stärker. Glaube ich zumindest. Ich glaube an dich, Growlithe. Oder Fukano, wie die Deutschen es zu sagen pflegen. Und tschüss, Rattata! So, was kommt jetzt? Grimmer sagt mir jetzt nicht so viel. Ich glaube eher Slimer oder keine Ahnung. Ah, ich bin so gut. Warum setze ich dann Smogon ein, wenn ich denke, dass es Slimer ist? Na gut, Tackle und selbst wenn Skipsattack einsetzen wird. Scheiße, wenn Disable unser Tackle blockiert, dann haben wir ein Problemchen, aber. Ja, Volltreffer. Na gut, das greift wahrscheinlich nur mit Pfund an. Und mit Disable, ja. Smog was disabled. Na gut. Von mir aus kannst du Smog blockieren, das ist mir völlig Latte. Okay, Level 16 für Koffing. Zubat. Oh nein, nicht schon wieder. Das kennen wir doch. Dann holen wir Growlithe raus. So, haben wir irgendeinen Trank? Ich schau mal schnell. Nein, wir haben leider keinen Trank, schade. Dann eben White. Ganz schön bissig, unser Vulcano, ne? Aber er kann noch kein Glut, was mich sehr wundert. Ich habe auch nicht nachgeschaut, wann es Glut lernt.
Okay, und was? Oh, ich dachte, das killt ihn jetzt. Oh, zum Glück ging jetzt Superschall daneben. Das wäre sonst nicht so geil gewesen. Okay, aber immerhin haben wir super geschlagen. Jetzt kommt ihr Starter. Mewtwo, nee, Spaß, Mauzi. Da holen wir unseren Starter raus. Selbstverständlich, und versuchen es zu vergiften. Okay, Mauzi kann Kratzer. Unseres kann immer noch die klassischen Smog- und Tackle-Attacken. Ah, wir haben es vergiftet. Genau das wollte ich mit der Smog-Attacke bezwecken. So, und jetzt wechseln wir und holen unser Vulkano raus. Ah! Oh, das war jetzt knapp. Okay. Bites. Hey, ich wollte zuerst beißen. Na gut, warum ist Mauzi eigentlich schneller? Das kann doch gar nicht sein. Na gut, Koffing. Hoffentlich schafft es, Koffing. Ich glaube, Tackle stärker ist. Zaltak. Ich glaube, Tackle stärker ist. Smog. Keine Ahnung warum. Ich hab's irgendwie im Urin. Mauzi. Ja, Growth. Heule. Und Tackle. Ah, das ist jetzt sehr spannend. Es kann sein, dass wir verlieren, aber kann auch sein, dass wir gewinnen. Also, das ist echt sehr spannend gerade. Hoffentlich setzt es noch einmal Heule ein. Oh, 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 das ist echt scheiße knapp. Ah, oh, ein KP, ein HP. This was the closest battle ever. Hey, take it easy, you won already. Oh, ein HP noch. Hey, was, egal. Some person that lives up there is one of Giovanni's friends. Also oben lebt einer von Giovanni's Freunden. You should go see him, du solltest ihn sehen. He might be able to help you out. Vielleicht, bietet er dir deine Hilfe an oder so. Well, I better start to head off. I don't want to waste too much time helping you. I have a contest to go win. I guarantee I will be stronger next time. Im nächsten Mal wird sie stärker sein, sagt sie. Auch wenn sie jetzt schon stark war und uns fast besiegt hätte. Also mit diesem Zustand unserer Pokémon können wir keinen Kampf mehr gewinnen, selbst gegen Wilde. Deswegen zurück ins Pokémon Center. Okay, das Gequatsche müssen wir uns nicht anhören. Okay, ah, eine Arena, okay, cool. Und hier ist so anscheinend die Nuggetbrücke. Schauen wir uns zuerst die Nuggetbrücke an oder immer. My five friends and I are blocking this path. Meine fünf Freunde und ich blockieren diesen Pfad. There is no way for you to get past us. Du hast keine Chance, um vorbeizukommen. Viel Glück. Na gut, wir müssen es ja jetzt anscheinend bekämpfen, wie damals auch in der Gelben Edition und in der Roten. Caterpie, also Raupi. Ach, mich ärgert, dass wir immer noch kein Loot, dass Gravel immer noch kein Loot kann. Jetzt gegen dieses Raupi wäre es perfekt gewesen. Wir haben momentan 4 Attacken zur Auswahl. Biss, Brüller, Smog und Tackle. Mehr haben wir nicht als Attacken. Das heißt, wir bräuchten mehr Pokémon. Oder wir müssen unsere Pokémon besser leveln. Ich habe auch noch ein Pokémon, das ich in mein Team einbauen möchte, aber ich weiß nicht, wo man es fangen kann. Weil es ja ein Hack ist und ich weiß ja nicht, wo man bei einem Hack was fangen kann. Ich schaue normalerweise, wenn ich nach einem Pokémon suche, immer im Wiki nach, aber bei Hacks steht es natürlich nicht drin. Deswegen müssen wir schauen, wann wir es begegnen. You beat Billy? He's easy. Du hast Billy geschlagen? Es war leicht. Oder so. Okay, du Göre, oder du Lesbe. Lesbe, okay, die Lesbe sendet ein Dodo aus. Sendet ein Dodo aus. Hört sich das an? Na gut, zwei Köpfe sind besser als eine Hals, bekanntlich, aber nicht gegen unser Growlithe. Dass er jetzt hoffentlich bald Blut erlernen wird. Jetzt bin ich hier langsam am Verzweifeln. Mankey, extremely quick to anger. Na gut.
Okay, hier ist ein Monkey. Monkey! Na egal. Koffing. Müssen wir auch mal trainieren. Wir können ja nicht immer nur mit Vulcano kämpfen. Smorgon soll ja auch irgendwann ein Schlammbad erlernen. Und wenn wir so weitermachen, dauert es noch. So, ja, Monkey ist sau leer, genau. Ist ein paar leer und senkt deswegen die Verteidigung. Okay, gleich haben wir den Monkey geschlagen. Ich meine Monkey. Hallo, warum geht die letzte Smog-Attacke daneben? Das ist doch... Warum geht die letzte Tackle daneben? Sag mal, wollt ihr mich verarzten? Nee, veräppeln. Ich habe zu viel Gronk geschaut. Deswegen sage ich verarzten statt veräppeln. Oh Gott. So, die Lesbe hat mal geschlagen. I guess I am too. Ich glaube ich auch. So. Hier kommt Nummer 3. How did you get this far? Wie bist du so weit gekommen? Ganz einfach. Ich habe keine Ahnung, was gemacht. Ratata schon wieder. Na gut, freut mich, dass immerhin abwechslungsreiche Pokémon kommen. Bei der Schwarzen war es ja anfangs katastrophal. Es sind immer nur Nagelotz und Yorklefs gekommen. Später dann wurde es ein bisschen erweitert, aber anfangs nur Yorklefs und Nagelotz. Es war. Und hier sehen wir unser erstes Taubsi. Hätten wir eigentlich schon viel früher begegnet, wenn wir das normale Spiel gespielt hätten. Sand Attack. Also Sandwirbel ging zum Glück daneben, sonst wäre unsere Genauigkeit noch weiter gesunken. Und bei Kopfing wäre das wahrscheinlich eine Katastrophe gewesen. So, jetzt versuche ich zu vergiften mit Smog. Anyway, Pidgey was poisoned. Oh, Pidgey! Fuck yeah! Ne, Spaß, ich habe echt zu viel Smosh und Gronk gesehen, glaube ich. ja, gleich hätten wir dieses Pidgey auch, wenn jetzt unsere Attacken jetzt alle daneben gehen werden. Okay, das war jetzt wahrscheinlich eine Ausnahme. Gast, also Windstoß. Und tschüss, Pidgey. Pidgey hätten wir geschlagen. Was kommt jetzt? Zubats. Oh Gott, warum tauchen hier so viele Zubats auf? Ist, glaube ich, das häufigste Pokémon, was wir begegnet sind bei Trainern. Bis jetzt. So, Bites. Natürlich Biss. Gegen Zubat setzen wir immer Biss ein. Supersonic. Der Supersonic. Der, Sonic wurde zum Superhelden und der heißt jetzt Supersonic. Deswegen ist unser, Growlite jetzt verwirrt und, verletzt sich selber. Jetzt aber. Jetzt werde ich zum Smoggern, Junge. Komm, du schaffst es. Hallo? I don't like that. I don't like that. Tackle. Tackle. So, und jetzt oh, ich dachte schon, Biss zieht mehr ab. Okay, okay. Das war jetzt etwas knapp, aber wir haben es doch geschafft. Entweder haben wir nur schweinemäßiges Glück gerade, oder? Ja. Was anderes kann es gar nicht sein. Gut, wir müssen zurück ins Pokémon Center, auch wenn ich jetzt weiterkämpfen möchte eigentlich. Wir müssen zurück ins Pokémon Center. Ins PC. PC Pokéball. Und das Speedy natürlich wieder, bla 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 bla. Okay. So, und jetzt, ja, zurück. Ins Gefecht. Wie man im Krieg so sagen würde. Hier kommt die Nummer 4. This way, Billy's idea. This was Billy's idea. Das war Billy's Idee. Ja, ja, Ausreden, Ausreden. Schiebt alles nur auf den lieben Bill. Genau, Kill Bill. So, hier, Lesbe Nummer 2. Pidgeotter. Also, Tauboga. Das wird jetzt etwas schwierig, der Kampf. Da müssen wir uns anstrengen. Bei Pidgeotter ist, die Entwicklung von Pidgey, wie wahrscheinlich alle von euch wissen werden. Ich habe es nur noch für die Anfänger unter euch erklärt. Auch wenn ich glaube, dass es keine Anfänger mehr in Pokémon geben wird. So, Bites. But it fails. Oh Gott, you fail. So, Pidgeotto ist down. Und jetzt kommt Clefairy. Das, ich glaube, das weiß ich. Ich glaube, das weiß ich. Das ist, Pipi ist es, ne? Pipi. Aha, Pipi, ich bin so gut. Los, Smog.
Ah, warum geht's Mark daneben? Oh, gut. Rhodes, jetzt hör auf zu heulen, Mensch. Ah, und du triffst jetzt endlich mal, bevor du noch einpennst wegen dem Gesang. So, jetzt hier, Smog. Und jetzt vergiften. Ich setz doch Smog nur ein, um es zu vergiften. So, komm, jetzt vergifte diese Fee doch mal. Es war sogar ein Volltreffer. Nein! Wach auf, ich sag's dir. Haben wir einen Aufwecker? Ich glaube eher nicht. Kann sein, dass wir irgendeinen eingesammelt haben, aber ich glaube eher nicht, nee. Nee. Okay, immerhin aufgewacht, na gut. Jetzt aber Smog! Smog on you, Smog! Und schon wieder pennen. Na gut. Kannst dich gleich zu meinem Arceus gesellen, das ich in der Traumwelt vor einer Stunde, glaube ich, gelegt habe, in Pokémon Weiß. Privat natürlich. Wach endlich auf, Smoggern, wach endlich auf. Wach endlich auf, wir brauchen die Pokéflöte. Ob es die eigentlich in dieser Edition gibt, die Pokéflöte? Wahrscheinlich schon, weil das ist ja ein Hack. Dann müsste es alles geben, was in der roten Edition auch gab. Und ich glaube, unser Smoggern verliert gegen dieses Pipi. Das ist doch eine Demütigung. Aber aus dem Grund, weil alle Attacken daneben gehen. Also Smoggern ist echt ein, ich sag mal, Scheißstarter. Da wäre Mauzi und Rettern besser gewesen. Also falls ihr das jetzt seht und das spielen wollt, ihr Leute da draußen, dann besorgt euch um Himmels Willen nicht ein Smoggern wie ich. Das ist anfangs total scheiße. Ich habe gesehen, was Mauzi für Attacken lernt. Es lernt viel mehr Attacken am Anfang als unser Smoggern hier. Es lernt Zahltag, Kratzer. Und was Gott was noch. Und jetzt verlieren wir gegen Pipi, glaube ich. Jetzt aber Bites! Beiß dieses Pipi zu Tode! Mann, wir hätten fast gegen ein Pipi verloren. Das kann doch gar nicht sein. Was haben wir für scheiß Pokémon? Na gut, Squirrel ist ja ganz cool, aber Smoggern ist halt scheiße. I lost too! Ich habe auch verloren! Ja, das hast du. So, zurück ins Pokémon Center. Das meine ich natürlich mit Speed. Dam, PCB. Blablabla. Nein. Oh, ich sollte nicht so viel speeden. Laufen wir jetzt einfach mal ganz normal. Ohne zu speeden. Und gehen nicht in die Arena. Dam. So, hier ist der letzte. Only one more after me. Noch einmal nach mir. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Mein Englisch ist. Ich glaube nicht so. Das Beste, vorhin konnte ich ganz gut übersetzen, aber ich glaube, das war falsch, was ich gerade erzählt habe. GR Trainer wants to fight. Ein Macholo. Level 18 inzwischen. Wir müssen mal wieder trainieren, habe ich das Gefühl. Auch wenn ich trainieren eigentlich hasse, aber mit Speeden ist es ja ganz okay. Karate Chop. Boah, Volltreffer. Na gut, ich wechsle zu Koffing. Ich glaube, da sind Kampfattacken nicht so effektiv dagegen. Normal stark, okay. Und es war sogar ein Volltreffer, also zieht wahrscheinlich sau wenig ab. Ich glaube, Macholo kann nur Karate-Schlag, kann das sein? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auch Fußkick kann. Aber momentan setzt es nur Karate-Schlag ein. Ein Schlägertyp, sag ich mal. Und Smog ist eine behinderte Attacke. Okay, ich nehme es zurück. Es hat gerade das Macholo vergiftet. Ich glaube, wir sollten ein paar Tränke kaufen, habe ich das Gefühl. Und tschüss, Macholo. So, Level 18. Und es lernt Glut, juhu! Und wir haben den GR Trainer besiegt. Sehr schön. Ach, es kann ja nur noch besser werden. Sollen wir den letzten Trainer gleich kämpfen? Ich glaube, ich lag noch schnell ins Pokémon Center und gehe sicher, weil es mir ein bisschen zu heiß da mit angeschlagenen Pokémon zu fighten, und jetzt kaufe ich mir ein paar Tränke. So, hier. Hi there, may I help you? Take your time. Ah, wir haben jetzt inzwischen 2000 Money. Give me more money.
Okay. So, 5 Tränke müssen reichen. Hoffentlich ist da oben ein Gras, wo wir unsere Pokémon weiter trainieren können. I'm the final trainer. Ich bin der letzte Trainer. You are no match for me. Oh, you are in Team Rocket too? They have a nugget. I'm the guest of a police officer. The only one person to reach me was also part of that going gang. Maybe you know her. Her name is Jessie. Anyway, she challenged me to a contest. Sie hat mich zu einem Wettbewerb herausgefordert. I lost, so I had to join. This is my initiation. Manche Wörter im Englischen sind sehr schwer. Hey, du was, Polis? Warum steht da ein Erb auf seiner Brust? Na gut. Ein Voltoball. Growlite gegen Voltoball. Voltoball ist ganz cool eigentlich. Es ist sehr schnell. Und sogar schneller als unser Vulcano. Und kann später Explosionen so lernen. Also ein sehr guter, ich sage mal, Selbstmordskiller. So, und Ember haut voll rein. Ihr merkt es wahrscheinlich, da ist auch noch Step drauf. Das erhöht den Schaden noch weiter. Aber leider greift Growlithe mit normalem Angriff an und nicht mit Spezial. Was? Ich habe gerade nicht gesehen, was das für ein Pokémon war. Slowpoke, natürlich. Ich habe ein Feuer-Pokémon draußen und es kommt ein Wasser-Psycho-Pokémon. Ist ja schon klar, dass sowas von mal vorkommt. Schade, dass das keine Unlichtattacke ist. Verdammt. Egal, ich riskiere es und greife mit. Was mache ich da eigentlich? Bin ich echt so blöd und greife mit Smog an? Na toll. Okay, ich muss wechseln. Dieses Slowpoke ist eine Bedrohung. Ah, der Spezial von Growlithe ist. Naja. Ich muss jetzt mit der Normalattacke Biss angreifen, die eigentlich keine Unlichtattacke wäre. So, hier noch mit Biss. Beiß dieses Slowpoke zu Tode. Und ich glaube, ich sollte mal einen Trank einsetzen, weil es mir langsam zu heiß wird. Potion, eine Portion für Growlithe. Slowpoke, use Confusion. Predicate, na gut. Ich verwende mal nochmal eine Portion. Das war ja gerade nur ein Volltreffer. Hoffentlich wird es dann verwirrt, wenn es so oft Konfusion einsetzt. Jetzt aber nicht verwirren, bitte. Danke. So, tschüss, Slowpoke. James defeated Polis. I lost 2 in a row. Ich habe jetzt 2-mal verloren. Teach me of be a good trainer? What? Why not? Jesse is better anyway. Okay, wo sind wir denn hier? Aha, also wenn es die rote wäre, dann wäre hier eigentlich Wasser, wo wir jetzt gerade stehen. Und hier würde es zur Azuria-Höhle gehen. Hm, und anscheinend geht es ja auch irgendwo hin. Ich glaube, hier wurde die Azuria-Höhle verändert. Sorry, Giovanni told me to only let this hair into this cave. What can I do? Those are orders strange from the boss. Okay, wir kommen hier nicht rein. Anscheinend müssen wir zuerst die Arena machen. Dann können wir in die Azuria-Höhle rein. Und das ist wahrscheinlich ein Trainer. Ein fies platzierter Trainer. Ich möchte zuerst ins Pokémon Center gehen, oder sollen wir. Na komm. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Und hier ist ein Item. James found TM45. Sagt mir jetzt nicht, was es ist. Das sagt mir jetzt nichts, was für eine TM ist. Ich schätze mal Geowurf. Thunderwave, Donnerwelle, natürlich, die kann man ja auch in der roten hier finden, genau. In der roten und blauen und in der gelben. In der gelben kann man hier einen Glumanda bekommen.
Wobei, da kriegt man ja auch ein Ding, Donnerwelle. Stimmt das? Eisiges Kiss jetzt mal, kann sein, dass wir jetzt da in Ohnmacht fallen und ins Koma fallen und sterben werden, aber egal, ich riskier's jetzt. I just came from the volcano. Ich kam ja aus dem Vulkan. Und ich bin bereit. Aber ich bin bereit. Oder so. Achso, er sagte, ich komme zwar gerade aus dem Vulkan, aber ich bin bereit. So hat er es, glaube ich, gemeint. Nicht schon wieder ein Macholo, bitte. Ich hasse Macholo. Ich hasse Macholo so sehr. Mit diesem Karate-Schlag. Und jetzt verwende ich einen Trank. Und ich mache mal kurz Pause. So, wo waren wir dabei? Ach ja, ich war beim Singen. Karate-Schlag. Oh nein, hier müsste unser Grow-Light immer heilen, sonst wird es drauf gehen. Immer schon wieder, immer Critical Hit, das geht mir auf die Nüsse. Hör auf mit dem Volltreffer, das ist doch kein Glück mehr, das ist Cheating. So, jetzt machen wir dieses Macholo. Macholo kalt. Und schicken es ins Krankenhaus. So, 201 Erfahrungspunkte. Q-Bone, das ist wahrscheinlich Tragosso. Tragosso. So, jetzt kommt Ember. Unser Growlithe wird zwar besiegt, ja, das ist mir egal. Wir haben ja noch Smogon, aber es ist auch schwach gegen Bodenattacken wie diese Attacke gerade eben. So, jetzt kommt Koffing. Hoffentlich schafft Koffing es. Aber ich glaube es eher nicht. Nicht, nein, jetzt kommt Groot. Und das ist gut. Denn jetzt müssen wir es vergiften. Und es war gut, dass es vergiftet ist. Und wir haben noch 2 HP. Also wenn Smogon das noch schafft, dann... Dann ist es, ja, dann nehme ich zurück, dass es ein scheiß Starter ist. Das ist knapp, aber ich glaube, wir werden verlieren. Oh, zum Glück ging der Tag daneben. Oh mein Gott. Haben wir ein Glück? Haben wir ein Glück? Oh, das war wieder scheiße knapp, aber wir haben verloren dieses Mal. Chance out of usable Pokémon. Chance Black it out. Mal wieder. Das war wieder ein Schuss in den Ofen. Und ja, das ist die Gewohnheit, immer wenn ich verliere, muss ich meinen Pokémon heilen. Soll ich wieder trainieren? Ich weiß nicht. Ich bin jetzt so... Wobei, ja, wir haben ja gerade nur verloren, weil wir unsere Pokémon nicht heilen wollten, weil wir nach jedem Kampf wir müssen ja nicht nach jedem Kampf zurück ins Pokémon Center gehen. Das ist ja auch doof. Das macht ja keinen Spaß, ständig zurücklatschen und so. Echt schade, dass hier kein Gras ist mit so 15er Pokémon. Das wäre auch cool. Oder für mich aus auch 20er, das wäre auch eine Herausforderung. Naja, da kann man nichts machen. Jetzt müssen wir halt, da durch. Ich hoffe, wir finden bald unser nächstes Pokémon. Unser Pflanzen-Pokémon. Ich glaube, jetzt habe ich zu viel gesagt. Es ist ein Pflanzen-Pokémon. Ein gutes Pflanzen-Pokémon. I just came from the volcano. Ja gut, das hatten wir schon. Revanche. Motherfucker! Go, Growlithe! So, und wie gesagt, ich werde meinen Vulcano erst mit Level 50 trainieren. Aus dem Grund, weil es mit Level 50 Flammenwurf erlernt. Und wenn wir es jetzt entwickeln würden, würde es keine neuen Attacken mehr lernen. Das heißt, entwickelt euer Vulcano erst, wenn es gute Attacken hat. Das ist allgemein so bei Pokémon, die sich mit Steinen entwickeln, dass die keine neuen Attacken mehr lernen, wenn sie mit dem Stein entwickelt sind. Also, deswegen merkt euch, erst trainieren, dann entwickeln für die Pokémon, die sich mit Steinen entwickeln. So. Oh, Critical Hits, super. Hoffentlich überlebt es die Attacke. Oh, 3 HP noch. Okay. Ich glaube, das müsste... jetzt brennt es immerhin, das ist gut. Und es setzt nur Heule ein, na gut. Okay, Level 19 für Grow Lights. James defeated Hiker. Great Game Champ.
gut gespielt, Champ. Ganz viele Trainer hier und alle stärker als wir. Trainers use us to prepare for Sandy. Was, Sandy? Was ist mit Sandy? Ach, egal. Er hat wohl zu viel SpongeBob gesehen. Dieser kleine Teenager. Rettete. Wir haben immer noch, wir haben keinen Trank mehr. Wir haben ja vorhin verschwendet. Gut, Quick Attack habe ich auch eingesetzt. Hoffentlich schafft Koffing die zwei Pokémon, ich glaube eher nicht. Smogon ist so schwach. Smogon ist echt schwach. Es braucht eine gute Attacke langsam. Aber es lernt mit Level 34 erst oder 35. Also brauchst du noch doppelt so viele Level, wie wir jetzt haben. Er ist doch ein Albtraum, oder? Wir müssen immer Smog und Tackle einsetzen. So können wir es doch nicht trainieren, oder? Was meint ihr? Ich hätte den Retter nehmen sollen. Hätte Chelsea jetzt dieses Smogon. Oder? Nee, doch. Nee, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Natürlich geht die letzte Smog daneben, wie immer. Es wolle Smogon uns verarschen. Jetzt sag ich verarschen, so. Sparrow, was ist Sparrow? Ich hab keine Ahnung. Habitag. Oh Mann. Furienschlag. Na gut, ich bin ja so der Fan vom Furienschlag. Allgemein, aber in dieser Generation ist die Attacke ganz in Ordnung. Ich glaube, wir verlieren wieder. Kann das sein? Natürlich, natürlich. Wir müssen immer unsere Pokémon heilen nach jedem Kampf. Ich muss meine Pokémon echt trainieren. Ich trainiere sie dann einmal auf Level 20 in dieser Höhle und werde es offscreen machen, nach dem Part natürlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder mit Level 20er Pokémon. Zeige ich euch unsere Pokémon jetzt. Weil so können wir doch nicht spielen. Wir müssen nach jedem Kampf unsere Pokémon heilen. Das macht keinen Spaß so. So, okay, Pokémon sind geheilt, obwohl wir es eigentlich nicht hätten tun müssen. Aber egal, das ist halt Macht der Gewohnheit. Da kann man nichts dagegen machen. Okay, dann werde ich die Pokémon offscreen auf Level 20 trainieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann geht's weiter. Bis dann, servus.